So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Crisis Core 5 Fantasy 7. Den letzten Part haben wir mit Aerith den Dieb eingefangen, der das Geld von Zack geklaut hat. Da haben wir wieder bekommen, haben ihm dann helfen müssen, dass er sein Geld wieder bekommt, haben Monster bekämpft, haben ein Date mit Aerith gehabt und sollen jetzt zurück zum Hauptgebäude zur Von Midgar. Würde ich sagen, los geht's. Ich war mir jetzt im Part nicht sicher, ob ich die Benennung von dem letzten Part richtig gemacht habe, ob das Sektor 5 ist, oder was? Sektor 5, hab's gerade gesehen. Ha! Hm, schon wieder Monster? Wo? Wo? Ah, halt! Ich sagen, wo sind Monster? Na gut, mal gucken. Eigentlich müssen wir jetzt von der Geschichte weiterkommen. Also allgemein jetzt. Obwohl, wir kommen ganz halt schon weiter von der Geschichte. Nur halt, jetzt der Part, den wir jetzt hatten, war halt ein bisschen ruhiger mal, wenn man so sagen, als der Rest, den wir bisher hatten. Ja, man muss ja bedenken, wir hatten echt ruhigen Part jetzt gehabt letztes Mal, ne? Letzte Part und der Part auch davor war nicht so, ja, sagen wir so übertrieben viel Action, wie wir es bisher kannten. Weil wir bisher die ersten 10 Parts hatten. Und ja. Ja. Ich bin schließlich bestens vorbereitet. Ab zum Shinra-Gebäude. Okay, auf geht's. Hey. Hey. Hm, oh, der kleine Dieb von Wilm. Puh, bin ich froh, dass ich noch erwischt habe, bevor du nach Hause gehst. Ich wollte dir diese Materia geben. Ich werde nie wieder stehen, deshalb sollst du sie für mich auch bewahren. Stehen halten. Yay! Na, wie sagst du denn? Freut mich, dass ich dir ein gutes Vorbild sein kann. Keine Antwort. Du musst mir aber versprechen, nichts Schlimmes damit anzustellen, ja? Für wen hältst du mich? Du willst aber, das willst du lieber nicht wissen. Ich wollte übrigens auch was sagen. Du bist echt nett. Ich finde das super, dass du zu Aerith passt. Wie kommst du jetzt da drauf? Weißt du, Aerith steht ziemlich auf dich. Das muss aber unter uns bleiben. Ich drücke dir die Daumen. Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du ratschige Beziehungsfragen brauchst. Bis dann. Ja, ich komme zu einem Kind an und frage ihn, oh, wie läuft es, was soll ich da machen? Na, das habe ich ja mal wieder ausgezeichnet gekriegt. Die Materie ist jetzt bestens bei mir aufgehoben. Und das ist, mit Aerith interessiert die gar nicht, ne? Das ist, oh, was los hier? Das Shinra-Gebäude, verdammt, Genesis. Was ist bloß in dich gefahren? Ich werde diesen Bahn sein Ende bereiten. Ich habe eine Erinnerung daran, dass ich mit seiner Schuhe die DBW versteckt. Okay, speichern brauche ich jetzt nicht. Habe ich ja erst gemacht. So, hi. Willst du kämpfen? Oh, wir tauchen mal mehr auf. Los läuft. Ihr lässt nichts anbrennen, was? Ich hab's eilig. Verschwindet. So. Ich glaube, das ist die Stelle, wo der Boss kommt. Da kommt ein etwas kräftigerer Boss hier gleich. Bin mir nicht sicher gerade. Kann sein, Alter. Kann sein, dass ich mich irre. Kann sein, dass ich jetzt gerade an einer anderen Stelle bin. Aber es kann sein, dass der Spieler kommt. Bin mir jetzt nicht sicher gerade. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind das ziemliche Schlappschwänze hier. Obwohl ich ja nicht mal zu stark bin, ne? Und ich noch nicht einmal aus Genevieve trainiert habe. Noch nicht einmal. Das ist bisher immer noch straight no story. Sauber. Ich muss mich anhalten. Und die Musik ist ja gut. Ja, immer wieder Bock auf. Die Musik hat auch Bock auf Final Fantasy 7. Jetzt nicht auf das hier, Final Fantasy 7 normal, ne? Okay. Oh, und so fängst du mal ein paar Roboter. Sieht nicht so aus, dass diese Jungs mit sich reden. Hm. Also gut, ihr wollt es ja nicht anders. Nummeriert schon mal eure Schrauben. Activating Combat Mode. Alter, geht weg. Lass mich in Ruhe. So, mal ein bisschen Action haben hier. Zack. Oh. Geh weg. Oh mein... Alter. Jetzt. Das habe ich keinen Bock mehr. Das bin ich böse. Blah. Ich treffe nicht. Doch, jetzt treffe ich wieder. So. Modulationsphase. Phasenmodulation. Falsch rum. Puh, läuft. Ich sehe gar nicht die Uhrzeit gerade. Läuft, aber wir kriegen trotzdem Schuh. 11:36 Uhr. Wow. Wir müssen wissen, dass dieser Part in ein paar Stunden online sein soll. Dass ich den jetzt genau diesen Tag aufnehme, wo er hochgeladen wird. Also ein sehr aktueller Part, kann man sagen. Ja, sagen wir so, ich bin ein bisschen in Umzugsstress. Und ja, da habe ich es nicht geschafft. Sagen wir eher so. Das war das einzige Projekt, was ich nicht geschafft habe aufzunehmen. Die anderen Projekte sind aufgenommen. Warum ist jetzt... Oh, die sind hier wieder scheiße schon wieder, ey. Geh weg, aus dem Pech. Mein Gott, immer gleich hier. Wow. Okay, Trito. Okay. Ein bisschen im Stress, deswegen habe ich es nicht geschafft. So, Konflikt, boom. Ich glaube, man sieht immer eine Maus jetzt kurz. Läuft immer noch nicht genug. Langsam nervt ihr. Oh, man. Na, was soll der? Oh, so viele Gegner. Mist, ich bin umzingelt. Lästige Fliegen. 6 auf einen Streich, was? Oha, 6 Gegner.
Ah, lustig werden jetzt hier. Das wird ja lustig werden. Okay, aber erstmal eine schöne Phasenmodulation mit sehr viel Rot, wenn es klappt, natürlich. Was nicht der Fall ist. Sehr schade. Aufpassen. Wow. Oh, habt ihr es gesehen, Alter? Ich bin beinahe ausgewichen, ey. So, wenn wir den zweiten zerstören jetzt, den nächsten weg down. Alter, chill mal. Dam, dadam, dadam. Ich zerstöre euch alle. Dam, dadam. Ihr habt halt keine Chance, kann das sein. So, tschüss, nächster weg. Okay, jetzt kommst du dann, da bin ich alle besiegt sogar. Läuft! Läuft doch! Das ist doch super! Und tschüss! So, nächster. Jetzt bist du noch du da. Das geht aber auch fix. Und tschüss! Mann! Geht doch! So! What now? Puh! Das reicht mir aber jetzt wirklich. Ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Ich muss mich beeilen. Wenn man mich nur lassen würde. Ah, niemand Neues. Aber das Leben ist kein halt kein Zuckerschlecken. Ja, ja, das weiß ich doch. Du brauchst mich nicht extra dran zu erinnern. Ah, der hat ganz schön Schmack. Es würde nur mal größer als die anderen Kasper. Aber es wird auch nicht, wird ihm auch nicht helfen. So. Ich glaube, das ist der. Das ist ein Boss hier, aber kannst du einen Boss nennen, Alter. Mal gucken. Felix drin aufpassen. Oh mein Gott, er hat mich getreten. Okay, ich habe mich nochmal heilen können. Okay, er trifft mich nicht. Okay. Ich hatte irgendwie Angst, dass er mich trifft. Okay, Phasenmodulation. Und ich roll gerade zu ihm wieder. Sieht lustig aus. Es klappt. Und Level Up. Man hat es gesehen direkt. Das hat man direkt gesehen, das Level Up. Level 14. Oh yeah. Und Luftschlag, Stufe 3. Und los geht's. Ist das die End? I'm trying. Oh mein Gott, er kommt und ballert ihn ab. Oh mein Gott. Boom. 611 Schaden. Wow, aufpassen, dass er ihn nicht erwischt. Hier, von hinten mal greifen hier. Alter. Ey, jetzt zieh ich rum hier. Ey, ach, ich bin schon. Ach, kacke. Ich bin benommen gewesen. Was sagen, was ist da los, ey? Was ist los hier? Was denn los hier? Jetzt geht doch kaputt da, du gammeliger Typ. Okay, das war ein ganz schönes. Gott, das war's für ihn. Regen erhalten. Oh yeah. Hey, ich hab wirklich genug. Wo bleibt der Abspann? Muss mich beeilen. So. What now? Mein Gott, 1,5 Kilometer ist das noch, ey. Oh, wo wieder ist. I need your help. Do you? Honestly, what are you thinking, Angeal? I'm not really sure myself. At times I feel as if my mind is mired in fog. But Zach, no matter what happens, I have to protect my honor. As long as I hold the Buster Sword. Zach, join my battle. Our enemy is all that creates suffering. All right. I'll help you. I'll carry you there. No, wait, I... Flying feels pretty good. Fliegen tut sich, fühlt sich gut an. Oh, hi, Sephiroth. Entschuldige die Verspätung. Warum hat das so lange gedauert? Sephiroth, du bist ausgezehrt. Nun gut, die Flucht ruft. Vermutlich hat Holländer Janice damit beauftragt, Professor Huyo zu töten. Huyo, der Leiter Forschungsabteilung? Genau der. Holländer macht ihn dafür verantwortlich, seinen Kellerheroin jetzt zu haben. Das ist Ziel des Angriffs sicherlich die Forschungsabteilung über uns. Um Huyo braucht ihr euch nicht zu kümmern. Okay. Gut gelaunt, wie immer, was? Sephiroth, übernimmt die unteren Etage. Ich kümmere mich um die Sicherheit außerhalb des Gebäudes.
Du alte Brasser, who you tell, verstanden, Zack? Alles klar. Ich erinnere mich daran, was wir jetzt machen müssen. Also, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, was Angel vorhat, aber wenigstens kämpfen wir wieder gemeinsam. Das reicht mir als Grund. Na dann, die Forschungsabteilung befindet sich hier direkt auf der Flur runter. Ich glaube, jetzt kämpfen wir Monster gleich, wo wir Schlüssel bekommen. Und für die Schlüssel können wir uns Türen öffnen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier ablief. Letzten Let's Play habe ich das verkackt. Und, ja, mal gucken. Ob ich jetzt diesmal eher hinbekomme. Ich glaube, wir müssen es klauen. Ich bin nicht sicher. Aber da ich ganz schnell ausgerüstet habe, ist natürlich schlecht. Warum mache ich jetzt eigentlich Wilbert-Attacke? What the hell, ey? What the hell, warum ich Wilbert-Attacke gemacht? So. Was sind wir raus dafür? Ich werde... Warte mal, wo sind stehen jetzt? AP plus 10%. Ja, nehmen wir mal erstmal Stil mit rein. Den Rest lasse ich drin, weil die eh gelevelt sind. Konzertstärker kann ich mal austauschen mit Regina. Okay, gut, passt schon. So. Ich weiß nicht genau, wen wir dafür beklauen müssen. Okay, Magie, Magikuni, erhalten, aua. Alter, ist okay, ich will kurz testen hier. Hat nichts bei sich. Okay, können wir die ersten Zerstörer machen. Dann können wir sie kurz mal zerlegen. So, und nicht an, Alter. Mal heilen, sicherheitshalber, so. Und das war's für dich. Ich weiß echt nicht, wo die auftauchen, die Gegner. Ich kann sein, dass sie jetzt währenddessen einmal auftauchen. Aber ich meine, das muss man klauen, die Schlüssel. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Weil hier sind ja Schlüssel. Ihr seht ja, hier sind Türen. Das sind 6 Stück, glaube ich. Und die kann man halt nur mit den Schlüsseln öffnen. Und da sind auch gute Items drin, ne? Und dafür brauchen wir halt, ich glaube, stehen. Bin mir nicht sicher, aber. So, und tschüss. Bin mir halt nicht sicher, gerade. Aber ihr taucht auch nichts auf. Verschlossen, ja. Schön, sind gut aufgefallen, Zack. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Darum kann mich die... Also wenn ich jetzt keinen Schlüssel bekomme, dann lass... Oh, ups, schon. Jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. What the fuck? Wenn ich einen Schlüssel bekomme, dann lasse ich es halt eben. Und wenn doch, dann... Ja, probiere ich halt zumindest eine Tür mal zu öffnen. Wow. Chill mal ein bisschen. So, und tschüss. So. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ab zum nächsten Gebiet. Probenseepo. Was geht ab? Okay, jetzt ist die Musik anders. Ich glaube, wir haben es verkackt schon. Wir haben es direkt verkackt. Direkt verkackt. Instant verkackt haben wir es, ey. Läuft. Explosion. Läuft bei uns. Scheiße, ey. Ach, fuck, Mann. Ich hätte es machen, richtig. Hast verkackt. So ein Dreck. Mein Gott. Immer das gleiche hier. Alle Mittel. So, weiter geht's. Weiter geht's. Übrigens, das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, ähnelt der Stelle aus Final Fantasy 7, wo wir auch anderen, wo wir jemanden treffen, bla, bliblub. Ich will nicht spoilern, aber ja. Das ist das Labor aus Final Fantasy 7 hier. Der kommt auch bei Final Fantasy 7 rein. So, der Professor. Achso, ich dachte, er redet direkt mit mir. Ah, hier ist ein Safe Point. Das ist ja toll. Das ist ja toll. So, heilen einmal, weiß ja nie, was kommt. Man weiß ja nie, was kommt. Sind hier Truhen? Ne, die sind keine Truhen. Okay, was geht, Alter? Was geht, Alter? Ein Glück, dass hier nichts passiert ist. Ruhe, du störst meine Berechnung. Das Gebäude wird von Genesis Truppen angegriffen. Es könnte sein, dass sie hinter ihnen her sind, Professor. Und du sollst mich beschützen. Wir müssen unbedingt hier raus, dann kommen sie schon. Ich reiße gleich den Zopf ab, ey. Ich fürchte mich nicht vor degradierten Monstern. Reden Sie von Genesis? Fürwahr. Ein Überbleibsel aus törichten Zeiten, als jede unbekannte Lebensform noch für einen Abkömmling des alten Volkes gehalten wurde. Unbekannte Lebensform? Genova, das Unheil, das vom Himmel herabfiel. Deine Unwissenheit ist nicht weit davon belang. Es ist nicht die Aufgabe von Soldaten zu denken, sondern kluge Köpfe, um wie mich zu beschützen. Irgendwie ist das voll nach Arschloch, oder? Komm, was hältst du so vor? Warte mal. Kann man klicken, was ist das? Kann man klicken. Wow, sieht ziemlich kompliziert aus. Ein Knopf drücken. Oh, ich habe irgendwas gemacht. Was war das für ein Geräusch? Du hast eigentlich Versuchsmonster auf der Etage freigelassen. Monster? Wir waren zu wild von meinem Experiment. Ich wollte sie eigentlich entsorgen lassen. Aber darum wirst du dich jetzt kümmern, nicht wahr? Übernimm die Verantwortung für deine Neugierde. Was? Ich? Du scheinst nicht sehr begeistert zu sein. Nun, vielleicht sportest du dich diese Information an. Die Verwaltungszellen auf der 67. Etage werden momentan als Lager für überschüssige Utensilien genutzt.
Und die Monster, die du gerade freigelassen hast, besitzen alle einen Schlüssel zu diesen Zellen. Es können sich einige nützliche Dinge in den Zellen befinden. Wenn du also interessiert bist, dann hol mir dir den Schlüssel von den Monstern. Ein Schlüssel wie du findest bestimmt einen Weg. Ich soll mir die Zellenschlüssel von den Monstern besorgen. Und sorge dich nicht für den Fall eines Versagens in 3 Minuten Wetteinschlag. Geh aus die Flure fluten. Wenn du schaffst, bist du an ein paar Schlüssel zu gelangen, steht es dir frei, dich in den Zellen umzusehen. Und nun zu an die Erde arbeiten. Nicht, habt nicht ganz Tag Zeit. Schlafgas, für mich ist das wohl dort sicher ungefährlich, oder? Naja, wie auch immer. Ist recht, wenn ich die Monster von 3 Minuten ausschalte, richtig? Alter, ja, das wird ein vorzüglicher Test deiner Soldateignung. Okay. Jetzt kommt das, was ich meinte. Jetzt müssen wir nämlich runter wieder. Und jetzt kommen die Monster auch, von denen ich gerade gesprochen habe. Ha! Ich war nicht falsch, ich hatte nur einen falschen Moment. Das müssen Versuchsmonster sein. Tja, bleibt man sich anzurufen, als sie zurück in den Körbchen zu schicken. Hey, hey, wo wollt ihr hin? Was fällt euch ein? Es geht um eine Soldatehre, kommt zurück. Okay, Verfolgung der Fußmonster. Mist, sie sind jetzt alle Richtung davon. Na wartet, ihr könnt was erleben. Also dann, wenn ich absorgst, komme ich in die Zellen, meinte Ojo. Muss einen Weg finden, an die Schlüssel zu gelangen. So, das ist das mit Klauen, was ich meinte. Wir müssen die klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die klauen müssen. Weil ohne Klauen geht das nicht. Mach dich auf was gefasst. Weil sonst kriegst du die Schlüssel ja nicht. Ja, das genau. Er hat recht. Das ist mit Klauen. Okay. Mal gucken, ob wir es diesmal in diesem LP schaffen, alles zu bekommen. Und tschüss. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hoch erstmal. Also jetzt hier lang. Gucken wir mal, was hier oben rumgammelt. Da ist nämlich der nächste. Nummer 2. Auf in den Kampf. Würde ich sagen, den klauen wir uns auch eben mal. So, zack, Schlüssel geklaut. Gestohlen, sagen wir ja so. 1, 2, 3 und tschüss, Mann. So, nächster. Haben wir genügend Zeit. Da haben wir jetzt schon 7 Sekunden für 2 Stück gebaut. Da ist der nächste. Ich glaube, das ist auch der letzte hier. 6 Stück müssen das sein. Gib Rafötchen, Kleiner. Bring it on. So, zack, Zellschlüssel gestohlen. 3 Stück haben wir, ne? Das ist wunderbar. So, und 1 und tschüss. Und er lebt nicht mehr. Okay, wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, er lebt da noch, ey. Kann man hier lang? Ne, kann man nicht. Okay, sind tatsächlich alle gefunden hier. Wow, läuft. 3 Schlüssel haben wir. Das ist schon mehr, als was ich letztes Mal hatte. Ich hatte auch nie Stehlen ausgerüstet, müsst ihr wissen. So, hi. Gib auf Hütchen, Kleiner. Ja, ja, komm. Halli-Bong. So, zack. Zellschlüssel gestohlen. Alter, ist okay. Na, jetzt lass dich doch mal angreifen da. Lass dich doch mal angreifen, du gammeliger Hund. Und tschüss. So. Okay, nehmen wir jetzt durch einmal. Da ist nämlich der nächste, der 5. Und der 6. ist bestimmt hier auf der rechten Seite gleich. Kann mir gut vorstellen. Gib mal Fötchen. Warum kommt eigentlich der 2. auch noch? So, 10 Schlüssel gestohlen. Wir kriegen 6 Schlüssel. Und damit können wir halt die Truhe. Alter, können wir halt die Truhe öffnen. So. Aber das sollte wohl kein Problem sein. Wow. Alter, ich bin. Hab dich. So, Gift. Okay. Das muss es schon. Ich kann die Truhe öffnen können. Okay, sind hier keine mehr? Achso, doch, hier ist der letzte. Was sagen wir? Na komm. Der letzte und der 6. Du kommst mir nicht. So, zack, und alle Schlüssel haben wir. Cool, haben wir das erste Mal geschafft, alle Schlüssel zu bekommen. Läuft bei mir, ey. Läuft bei mir. Und tschüss. So, haben wir alle 6 erwischt. Gut. Wir sagen es aus. Okay, das war der letzte. Mir bleibt noch etwas Zeit. Ich sollte die Zellen überprüfen, bevor ich zurückkehre. So, können wir jetzt irgendwie öffnen? Ja. Achso. Ich wollte gerade sagen, what the hell? Wollte gerade sagen... Die Zellen, in denen wir jetzt gerade sind, übrigens auch ein kleiner Spoiler aus Final Fantasy 7, sind die Zellen aus Final Fantasy 7. Hättet ihr das erwartet? Nein, ich nicht. Haha. Krass, oder? Mein Gott, bin ich gut. Mein Gott, bin ich gut. Nehmen wir alles mit, gell? Nehmen wir alles wieder. Geil. Hier ist ein Klo. Habe ich hier vor oben geschaut, gerade bei dem anderen Raum? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube mal zurück. Sicherheitshalber. Wir werden die Party jetzt noch alle Truhen öffnen und dann gehen wir auch weiter. So, jetzt mal schauen, dass ich wirklich alle Truhen geöffnet habe. Ja, habe ich. Na, habe ich tatsächlich nicht, ey. Muss ich. Na klar. Party hat eine Truhe übersehen. Läuft bei mir. Noch 2 Minuten Zeit, um alle hier zu öffnen. Das sollte laufen. Und dann können wir zurücklaufen. Öffnen die Tür, Zack. Öffne sie.
So, Potion. Einmal TP-Verstärker. Und einmal Eis. Ein Eis. Jetzt hat er Bock auf ein Eis. Läuft bei ihm. So, nächste Tür. Die vierte. So, zack. Eins. Was ist hier drin? Heilportion. Ein. Oh, zwei Gil. Wow. Und Allheilmittel. Also, man muss was sagen. Wenn man mich alles schafft zu öffnen, muss man echt schauen, welche man öffnet hier. Aber manche lohnen sich ja wirklich nicht. Also, manche Truhe öffnen jetzt, ne? Ist nicht so toll. Feuer. Ist hier noch eine? Ja, hier unten. Okay, High Potion. Na, Portion. So, und die letzte. Okay, öffne die Tür. Haben wir keinen Schlüssel mehr, aber egal. Wir haben alles geöffnet, denn. Was ist hier drin? Es ist 3000 Gil. Es ist Soma. Es ist Blitz. Und nichts mehr. So, Leute. Dann werden wir den Part an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Part werden wir dann ab hier weiterspielen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.